Feind in unmittelbarer Nähe erfasst.
dich auseinander! Die Frontier hat einen neuen Captain? Arbeitest du mit Barrett? Oder hast du ihm die Schlüssel des Schiffs aus den toten Händen entwunden? Oh nein, wir waren nicht hinter Barrett her, sondern hinter dem Schiff. Jedem Neuling der Crimson Fleet wird von der Frontier erzählt, dass die Constellation Schätze in den Laderäumen verwahrt. Die Beute von 100 Planeten. Diese Aussage ist zum Teil richtig. Die Frontier war bei vielen Planeten und Monden, aber in den Laderäumen befinden sich nur Ersatzteile, Staub, dehydrierte Lebensmittelpartikel und verschiedene Ameisenarten. Es ist mir egal, mit welchen Lügen Barrett diesen Roboter programmiert hat. Das Schiff gehört uns. Spar dir die Worte. Das Schiff gehört uns. Das ist ein guter Punkt. Ich fasse es nicht. Kein Schatz,
Wir haben dieses alte Constellation-Schiff völlig umsonst verfolgt. Hau ab, nimm deinen Roboter und dein Schiff und verschwinde. Wenn ich euch noch einmal sehe, bist du tot. Jetzt sollten wir... ohne Behinderung durch die Crimson Fleet zum Hauptquartier der Constellation reisen können. Wir müssen ins Alpha Centauri-System, Captain. Zum Planeten Jemison. Diese Frage habe ich Barrett wiederholt gestellt. Nur die Namen der Personen, die uns nichts Gutes wollten, haben sich dabei geändert. Am wahrscheinlichsten ist es, dass Barrett ihn beleidigt hat. Normalerweise, weil er immer noch lebt und gewöhnlich, nachdem er dem sicheren Tod entronnen ist, mit einem heiß begehrten Gegenstand. Die Constellation ist eine Forschergesellschaft. Sie wurde vor über 50 Jahren gegründet, um das Unbekannte zu ergründen. Mitglieder brechen oft in kleinen Gruppen zu Expeditionen auf. Eine oder zwei Personen. Oder, wie bei Barrett und mir, eine Person und ein Roboter. Sie begrenzen die Anzahl der Mitglieder bewusst. Sollten sie sich der Constellation anschließen, wären sie das 10. aktive Mitglied. Barrett würde sagen, dass wir alle vor Milliarden Jahren eins mit dem Kosmos waren. Sie kennen sich also praktisch schon ewig. Aber letzten Endes braucht er sie wohl einfach nur. Die Anzahl der bekannten Menschen, die den Artefakten ausgesetzt waren, beträgt jetzt 2. Wenn sie nicht in die Mission der Constellation investieren, wird er nie mehr über ihr gemeinsames Erlebnis erfahren. Deshalb vertraut er ihnen, um ihre Unterstützung zu gewinnen. Ich nehme ihnen gerne was ab. Darauf bestehen, so viel zu tragen, reduziert unsere Reisegeschwindigkeit.
Vorsichtig, Captain. Alien-Kreaturen sind auf... unberechenbar. Zu kommen, müssen wir zum Planeten Jemison im Alpha Centauri-System springen und in der Stadt New Atlantis landen. Keine Sorge, bald geht Ihnen das in Fleisch und Blut über. Hallo auch, ihr lustigen Piraten. Habt ihr es also endlich geschafft? Mein Schiff geentert, mein Bot geschrottet und mir...